Willkommen zurück bei Assassin's Creed Sequenz 5 Erinnerung 2. Hab mich direkt schon mal zur Mission begeben, Schwierigkeit 3. Los geht's. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Da geht's aber schnell los. Hab noch schnell was getrunken. Okay, los geht's. Wen müssen wir finden? Wir müssen erstmal dieses Ding hier hinten durchsuchen, untersuchen. Sind wahrscheinlich wieder einige Wachen unterwegs. Davon stehen schon zwei Grobiane. Haben wir hier nochmal einen Verkäufer? Pistolenkills? Ich hab nicht mal eine Pistole. Muss ich mir doch eine kaufen oder was? Was ist denn das hier vorn führen? Ach so. Kokarden, 1 von 15 gefunden. Ah, okay, cool. Nee, das möchte ich nicht. Wollte auf die Karte. Haben wir hier nochmal einen Verkäufer? Hier drüben. Da irgendwo. Da müssen wir nochmal in das Geschäft. Huch. Hey, eine Truhe. Interagieren? Aha. Ist mir egal. Na, öffne. Ach so. Okay. Können wir nicht. Wo ist denn der nette Verkäufer hier drüben? Hier geht's rein. Super. Hallo, ich brauche was von dir. Giftgas. Nee. Und zwar Rauchbomben haben wir alles noch. Wir können ja mal einmal Medizin kaufen. Ach, wir kaufen zweimal Medizin. Dietriche haben wir voll. Phantomklingen haben wir nicht so viel. Berserkerklingen. Oh, die kosten 250. Ist egal, wir haben jetzt genug Geld. Ich kaufe einfach mal zwei. Wir haben auch keine Phantomklinge mehr, da kaufe ich auch mal zwei. So. Was ist denn das? Mörserbomber? Voraussetzung Guillotinflinte. Wir bräuchten eine Pistole. Ach, haben wir die? Ach so. Ach so, wir benötigen die Fertigkeit Fernwaffen. Fähigkeit. Okay, dann erlernen wir das halt mal eben. Dann können wir die auch nutzen. Das ist gut zu wissen, dass wir schon eine Pistole haben. Gibt es eigentlich was Neues, was wir jetzt erlernen können? Nee. Was war das hier? Sequenz 5 abschließen, um den Doppelattentat aus der Luft auszuführen. Das hier wollte ich eigentlich... Ach nee, das ist eine Gruppenheilung, sehe ich gerade. Oh, brauchen wir gar nicht. Moment. Pistolenkills 3. Das macht doch aber unwahrscheinlich Krach, oder? Naja, schauen wir mal. Können wir uns denn noch ein bisschen ausrüsten? Wie sieht es denn kopfmäßig aus? Oha, hier wird es alles schon sehr, sehr teuer. Hohohoho. Das hier wäre nicht schlecht, oder? Da hätten wir noch ein bisschen mehr auf Schleichen. Ah, alles andere ist dann schon wieder ein bisschen zu teuer. Wir nehmen das hier mal. Da haben wir noch ein bisschen mehr auf Schleichen. Und kaufen wir die noch dazu.
Die hat auch nochmal eine ganze Menge mehr. Ja, so um die 1000 maximal würde ich jetzt gerade ausgeben wollen. Brauchen dann erstmal wieder ein bisschen Geld. Beine noch ein bisschen was. Die hier? Achso, die können wir nicht. Die richtige Truhe finden. Achso, okay. Achso, manche sind noch in Truhen versteckt und hier bräuchten wir zum Beispiel eine bestimmte Koop-Mission. Ah ne, dann lassen wir das mal. Achso, Monturen. Ja, okay. Oh, das ist ja geil. Das sieht ja super aus. Das Rosenzepter. Ich denke, so einen neuen Säbel, oder? Können wir uns doch mal leisten. Falls es wieder zum Gefecht kommt. Holen wir das Teil. So, sind wir heute mal nicht geizig. Haben wir uns wieder ein bisschen was vom Geld entledigt. Zu viel ist ja auch nicht schön. Und dann geht's endlich los mit der Mission. Schauen wir mal, wie wir da klettermäßig vorankommen. Da sehen wir schon die ersten Wachen drin. Gut, klettermäßig kommen wir da überhaupt nicht voran. Scheiße. Uiuiui. Ah, da stehen schon die ersten. Aber irgendwo muss es doch hier reingehen. Wir können doch nicht direkt durch den Haupteingang marschieren. Schon gar nicht, wenn da auch Wachen rumstehen. Oh, da oben sehe ich. Ja, da haben sie uns schon wieder mitgekriegt. Da vor uns. Da ist so ein kleiner Vorsprung. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie drauf. So, erstmal ablenken. Komm schon, beeil dich. Bevor sie uns mitkriegen. Gut. Hohoho, hier wimmelt es wieder vor Wachen, ey, das gibt's gar nicht. Wir könnten die beiden natürlich auch noch ausschalten. Ich glaube, das machen wir auch mit so einem Doppelschleichkill. Oh, nee. Auf der Map habe ich es gerade gesehen, dass da noch zwei andere ankommen. Das wäre ja tödlich direkt mal für uns ausgegangen. Adieu, meine Guten. Leute, beruhigt euch, ich beschütze euch nur. Ich gehe bloß den Wachen ankragen. Nicht den lieben, netten, verbackten Bürgern aus Paris. Wie sieht's denn aus? Da könnten wir auch oben nochmal eine Runde drehen. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal wieder hoch. Oben ist eigentlich immer ganz gut erstmal, um einen Überblick zu bekommen. Da ist einer. Wie sieht's denn in dem nächsten Raum aus? Das sieht ganz gut aus. Einen nach dem anderen nehmen wir hier auseinander. Wir sind mittlerweile fortgeschrittener Gehilfe. Kriegen ja auch viele von den Credo-Punkten für unseren Assassinenrang. Hat der Assassinenrang auch was zu bedeuten? Hilft wahrscheinlich bei den Monturen. Habe ich mir noch nicht alles angeschaut. Könnte ich mir aber gut vorstellen. So, dann machen wir erstmal den äußeren Ring. Frei von Wachen, da haben wir wieder zwei. Komme ich an den dort drüben ran? Wieder ganz kurzen Prozess gemacht. Mit dem Kerlchen hier, das klappt eigentlich bisher noch sehr gut in der Mission.
Hoffentlich läuft es nicht irgendwann wieder aus dem Ruder. Da drüben haben wir wieder den ersten, der sich hier so eine kleine Route verschafft. Sieht der uns, wenn wir die beiden hier angehen? Eigentlich nicht, oder? Wir probieren es mal. Klasse, klasse, super. Gesehen hat uns auch keiner, außer die paar Leute hier vorm Eingang. Hätte ich echt keine Medizin kaufen brauchen. Die gibt es hier ohne Ende von den ganzen Gegnern. Außer mich Einmann-Armee, die besiegt er nämlich nicht. Haben wir hier noch zwei? Ja, hier haben wir noch zwei. Es geht mir ganz schön auf den Sack mit den unverbrauchten Sync-Punkten, das weiß ich selber. Okay. Sehen dürfte uns keiner dabei, wenn wir die hier irgendwie platt machen. Oh, komm doch mal runter, Arno. Nicht, dass der uns sieht. Ja, genau so dachte ich mir. Bewegt der eine sich da hinten an den Kisten nochmal ein bisschen? Komm schon. Entweder der an der Kiste geht nochmal hier vor. Der stand vorhin, glaube ich, mal hier vorne irgendwo rum. Oder der dickere, der geht nochmal da rechts ans Gitter. Weil so wie sie jetzt stehen, ja. Okay, das ist jetzt noch blöder. Ach Mist. Jetzt ist der andere wieder günstig, aber der große hier nicht so. Hey, Moment. Da steht gerade so. Ach, scheiße. Ach, hier links ist gar kein Eingang nach unten. Ah, doch, doch, hier drüben. Okay, das hat auch wunderbar geklappt. Das ist ja super. Tja, ob ich das mit den Pistolenkills mache, mal schauen. Wahrscheinlich nur, wenn wir irgendwie so in ein Gefecht abtauchen. Das ist jetzt so ein kleiner Zwiespalt. Eigentlich mache ich die extra Punkte noch mit bei den Missionen. Andererseits will ich echt schleichmäßig vorgehen, ohne dass uns hier überhaupt einer mitbekommt. So. Okay, das hier drüben wird schon ein bisschen herausfordernder. Oben stehen tut wohl bloß der eine da hinten. Obwohl, nö, es geht eigentlich. Da haben wir auch nochmal so eine Alarmglocke. Lass dich mal fallen. Das war nichts. Wo ist der hin? Ich sehe gerade, hier rechts stehen auch noch ein Haufen Leute. Scheiße, wo ist denn der eine jetzt hin? Der kniet hier vorn. Gab es hier oben nochmal irgendwo einen Eingang? Nee, ja. Nur der eine hier vorn. Oder hier drüben? Ah, okay. Doch, hier ist auch noch mal einer. Oh, 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 oh. Hier ist ja doch wieder mehr los. Wisst ihr was? Dann probieren wir das doch mal. Den Berserker klingen. Macht euch mal gegenseitig kaputt. Hey, wieso hat denn der mich jetzt mitbekommen?
Geben wir uns mal auf die andere Seite. Wie kann ich denn die Pistole jetzt eigentlich nutzen? Hätte ich das gleich mal probiert bei dem hier. Neuer Assassinenrang. Elite-Gehilfe erreicht. Cool. Ach so, X ist Waffe ziehen? Ach nee. Natürlich. Ist Waffe ziehen unsere normale Waffe und nicht die andere Waffe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die einsetzen könnte, also. Wir können erstmal die. Da oben stand doch auch noch irgendwo einer rum. Okay, die machen sich vielleicht so noch platt da hinten. Oder kam der runter? Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lebt nur noch der eine? Cool. Dann hat sich's für den jetzt auch ausgelebt. Oh, da hinten sind auch noch mal zwei Wachen. Können wir eigentlich auch noch mal mitnehmen. Hat ja gut geklappt mit den anderen am Eingang. Ah, ich sehe gerade, da ist noch mal eine Patrouille draußen auf der Straße. Okay, dann lassen wir die erstmal. So, wie sieht's denn hier oben rum aus? Relativ frei. Okay, jetzt haben wir auch ein Ziel auf der Karte markiert bekommen, das Grüne. Da denke ich, müssen wir da auch erstmal hin. Okay. Wo ist denn das eigentlich? Da drüben. Ah, da drüben ist eine Leiter, sehe ich gerade. Naja, dann ging es ja doch relativ flott diesmal. Ich glaube aber nicht, dass es das war. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Was macht er denn jetzt? Nom de Dieu! Die Pulverlager, sie wird auch gehen! Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Ich glaube, wir dürfen fliehen. Ach so. Ja, dann halt hier durch. Wow. Vielleicht hätte ich das lieber mal geplant. Oh, fuck. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu laut bei euch. Ja, nur das war echt eine ziemlich bescheuerte Idee. Beweg dich, komm, ab nach oben. Da lässt er sich Zeit, er ist hier fast selber am Verbrennen. Halt, hier lang. Na, dem guten Arno wird ganz schön heiß. Beweg dich. Na, das ist ja mal nett gemacht. Scheiße, wo denn jetzt hin? Hier rüber. Da hat der Arno echt eine super Idee. Nicht auffallen.
Objekte über unterqueren. Ach so, habe ich nicht geschafft. Habe ich gar nicht gesehen, dass es die noch gab, die Herausforderung. Schade. Mann, das hätte ich echt gern mitgemacht noch. Na gut. Können wir wieder? Wir können wieder. Ich will die Datenbank nicht. So, ich will zu unserem nächsten Ziel. Zur nächsten Quest. Wie kann ich denn die Pistole nutzen? Ihre Truhe ist voll. Sie werden kein Einkommen mehr vom Kaffee erhalten. Dann müssten wir wohl mal zum Kaffee. Kaffee. Wir holen mal noch das Geld ab und dann war es das erstmal mit der Folge wieder, die... Ja, runter mit dir. Boah, Alter, die... Es geht gar nicht, wie viel hier angezeigt wird. Okay. Vielleicht sollten wir da irgendwo nochmal einen Aussichtspunkt nehmen. Dass wir da auch mal schneller hingelangen. Ach komm, ich habe den Verbrecher getötet. Lasst mich in Ruhe. Oh. Ach, dann nicht auf den Baum. Geh hier rüber. Holen wir mal die Knete noch ab hier in unserem Café und dann... Ganz schön Betrieb. Echt, was los hier? Ach ja, da hinten war die Kiste. Er liegt in eurer Kammer. 380? Das ist ja geil, das nehmen wir uns alles mit. Haben wir uns ja auch verdient. Nette Einnahmen heute. Was hat denn der hier für uns? Ach genau, hier können wir noch mal was renovieren. Können wir noch mal das... Achso, das haben wir schon. Okay, die Halle... Ach so, genau, das müssen wir alles nach und nach renovieren, dann machen wir das direkt noch. In der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Ein neuer Raum ist verfügbar. Gut. Okay. Die Markierung kann ich auch mal wieder löschen. So, das war's erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.